Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Heute versetzen wir uns mal in die Lage eines Händlers mit einem, sagen wir mal, überschaubaren Konto. Der macht seinen Scan und plötzlich hat er mehrere Aktien zur Auswahl, auf die er Optionen schreiben könnte. Tja, welche Aktie soll er denn jetzt nehmen? Heute mal dazu ein pragmatischer Ansatz. Die meisten, die hier zuschauen, die werden ja dieses Problem kennen. Entweder man findet manchmal gar keine Trades, ne? Das gibt es auch manchmal. Man scannt die Märkte und sagt, eigentlich ist gar nichts so richtig da. Und dann gibt es aber auch diese Situation, gerade wenn man Aktienoptionen in einem Bullenmarkt handelt, dass man eine ganze Menge Optionen zur Auswahl hat. Ne? Da hat man dann plötzlich 10 Optionen zur Auswahl oder 10 Aktien, besser gesagt, zur Auswahl. Auf die könnte man alle Puts schreiben, aber welchen soll man denn nehmen? Wenn man jetzt ein großes Konto hat, naja, dann ist das relativ simpel. Ne? Dann wird man alle 10 nehmen oder eben von den 10 vielleicht 8 und wird die Positionsgröße jeweils klein genug machen, sodass man immer noch in seinem Risiko liegt, aber eben einfach mehr Wahrscheinlichkeit hat. Weil wenn man eben 10 Trades macht, dann ist es zwar wahrscheinlich, dass auch mal der eine oder andere ausfällt oder gegen einen läuft, aber dann hat man eben doch eine größere Wahrscheinlichkeit, auch die guten mitzubekommen, als wenn man sagt, naja, ich suche jetzt nur den einen aus. Wenn man jetzt allerdings ein kleines Konto hat, dann stellt sich ja oftmals das Problem, man kann gar nicht so viele umsetzen. Und deswegen muss man vielleicht manchmal auf eine einzige Aktie schauen und sagen, bei der mache ich jetzt einen Trade. Oder wenn man eben schon ein paar Positionen hat, die Margin ist auch schon relativ ausgereizt, wo man sagt, na, einen könnte ich noch, aber jetzt habe ich 3 zur Auswahl. Was soll man da machen? Und hier will ich euch mal einen Ansatz zeigen. Und zwar, dass man das in dem Verhältnis zwischen Prämieneinnahme zur Margin machen kann. Schauen wir uns mal eine Tabelle dazu an. Hier in dieser Tabelle, das sind an einem Stichtag einfach mal die Märkte gescannt worden und die haben alle die nach unserem System üblichen Bedingungen erfüllt. Also wir haben einen übergeordneten Bullenmarkt, die Aktien notieren alle über ihrem 21 Moving Average, sind keine Earnings dabei. Also es ist alles intakt. Ne? Und jetzt sind wir einfach hergegangen und gesagt, okay, jetzt suchen wir mal für all diese Aktien, suchen wir mal eine Option heraus. Mit dem gleichen Abstand, gleiche Laufzeit, also alles das Gleiche. Schauen, was wir jetzt Prämie bekommen und schauen uns jetzt an, was müssten wir denn jeweils für eine Margin hinterlegen. Wenn jetzt jemand fragt, wie wisst ihr das mit der Margin hinterlegen, kann man ja ganz einfach testen in der Plattform, indem man eben einfach mal, bevor man die Order umsetzt, einfach mal die Order aufsetzt und dann sieht man ja, okay, so viel Margin würde die verlangen. Okay. Jetzt gehen wir nochmal in die Tabelle hinein und vergleichen mal zwei Aktien. Und zwar, wir schauen uns mal an, hier zum Beispiel Apple versus McDonald's. Beide Aktien kosten in etwa gleich viel. McDonald's ist ein bisschen billiger, aber auch nur ungefähr so 10 Dollar. Es sind beides Aktien, die im Bereich so 160, 180 Dollar ungefähr liegen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, ich habe es auch hier gekennzeichnet farbig, da sehen wir, dass wir ungefähr die gleiche Prämie haben, das sind 1, 2 Dollar, 3 Dollar vielleicht Unterschied, aber dass wir einen Unterschied in der Margin von 300 Dollar haben. Und da ist natürlich ganz klar, was würde man machen? Ne? Würde man die 2.100 Dollar ausgeben oder würde man die 2.400 Dollar ausgeben, wenn man den gleichen Ertrag bekommt? Das ist, glaube ich, relativ eindeutig, oder? Schauen wir uns nochmal, wir gehen nochmal in die Tabelle hinein. Ich habe noch zwei andere Aktien gekennzeichnet. Und zwar ist das jetzt hier einmal die Mastercard und einmal der SMH, das ist der Semiconductors ETF oder ein ETF auf die Semiconductors. Klar, das sind jetzt nicht unbedingt die gleichen Branchen. Ne? Also wenn jetzt einer sagt, okay, das ist wie bei Apple und McDonald's, auch das sind völlig unterschiedliche Branchen. Aber wir handeln ja eigentlich nicht so sehr, dass wir sagen, ah, wir wollen jetzt in der Branche und in der was machen, sondern gerade in einem kleinen Konto geht es darum, such dir die beste Aktie heraus. So, wir wissen natürlich nicht, was die beste Aktie ist, aber wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, dann seht ihr auch wieder, dass eben die gleiche Prämie in etwa vorhanden ist. Also ihr nehmt das Gleiche ein, wenn ihr diese Optionen verkaufen würdet, aber diese ETF-Option verlangt 600 Dollar weniger Margin. Und das ist, glaube ich, relativ eindeutig auch hier wieder, für was man sich mit einem kleineren Konto entscheiden sollte, nämlich ganz klar für die Aktie bzw. die Option, die einem die geringste Margin abverlangt. Und zwar aus zwei Gründen. Nummer eins natürlich, es gibt so etwas wie Return on Margin. Ja, das ist eine Kennzahl, die muss man jetzt nicht unbedingt kennen.
Und auf die muss man auch nicht unbedingt immer ausrechnen. Aber es ist doch von der reinen Logik her so, dass man sagt, je kleiner das Konto ist, umso besser muss ich meine vorhandenen Mittel, und eure vorhandenen Mittel, das ist nun mal die Margin, umso mehr muss ich also darauf achten, dass ich so diese vorhandenen Mittel so effektiv wie möglich einsetze. Und zum anderen ist es natürlich auch so, wer bestimmt denn eigentlich die Margin? Ne? Und die Margins werden ja von den Börsen festgelegt. Und natürlich kann die der Broker noch entsprechend anpassen. Aber in der Regel kann man ganz pauschal auch die Aussage treffen, je höher die Margin, umso höher auch das Risiko. Und das heißt halt, wenn ich in einem Konto zwei identische Trades habe vom Ertrag her, der eine aber weniger Margin verlangt als der andere, dann werde ich mich immer für den mit der geringeren Margin entscheiden, weil ich damit auch das geringere Risiko habe. Das muss es nicht immer in der Realität dann letztendlich auch so aufgehen. Es kann natürlich auch mal sein, wenn er dann im Nachgang diese Trades vergleicht, dass er sagt, oh, der wäre aber besser gewesen, weil der lief ja gegen mich. Aber das wisst ihr ja ohnehin nicht. Wenn wir aber sagen, okay, wir wollen einen systematischen Ansatz haben im Optionsverkaufen, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, dann suchen wir uns eben auch heraus, was am effektivsten ist. Und effektiv bedeutet eben hier, die Mittel so gut wie möglich einsetzen. Also, wenn ihr demnächst wieder euch Trades heraussucht, dann achtet mal auf dieses Verhältnis. Auf der einen Seite die Prämieneinnahme, auf der anderen Seite die Margin und entscheidet euch dann, das ist mein Tipp, ist kein Gesetz, aber das ist mein Tipp, entscheidet euch dann für diese Trades, die euch die geringere Margin binden. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder viel Erfolg an den Märkten. Wir sehen uns wieder hier beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.